Hagebuttene. Ja, Metal-Leute, servus und herzlich willkommen zurück bei der Hagebuttene. Ja, heute wollen wir uns mal dem tollen neuen Dragon Monday widmen, den der Dicke rausgehauen hat. Das legendäre, naja, so hat er es angekündigt, Halloween-Special. Schauen wir doch mal. Ich sehe schon viel Kinderschminke im Gesicht. Das scheint mal wieder gut zu werden. Schauen wir doch mal rein. Heute sind wir beim Re-Upload. Spiegellord ist irgendwie down, so wie ich das sehe, bedauerlicherweise. Aber der kommt schon wieder. Unbesiegt und so, ne? Dann legen wir mal los. Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen zum Halloween-Special von Dragon Monday. Ich weiß nicht, also das ist schon wieder der reinste Cringe. Ja, es tut ziemlich weh, das zu sehen. Aber er hat sich echt Mühe gegeben. Also mit dieser Zahnlücke sieht das schon echt gruselig aus, muss man sagen. Also da hat er sich schon lange drauf vorbereitet auf diesen Tag und auf dieses Kostüm. Gut, wir werden heute im Dragon Monday, und nein, ich werde nicht die ganze Zeit mit dieser Stimme sprechen. Danke. Danke, Rainer. Das ist immerhin, das ist wirklich lieb von dir. Danke. Das ist unglaublich anstrengend. Wir werden heute im Dragon Monday ein Special machen. Und zwar zu der Folge von Halloween. Das erste Thema ist wie jede Woche der Dragon Monday, die Drachenlord-Woche. Dann haben wir die Geschichte. Wo kommt Halloween her? Punkt Nummer 3 ist Essen. Das wäre Hexenfinger und Käsebesen. Oder Hexenkäsebesen. Als viertes Thema haben wir Literatur. In diesem Fall ist es Stephen King, den wir besprechen werden. Und das verspricht wirklich gut zu werden. Also da... Ich denke mal, Thema Fressi wird er sich am meisten widmen. Wir schauen mal. Und als letztes haben wir Privatstory. Ich werde euch eine kleine Story aus meinem Leben erzählen. Einen kleinen Klitsch aus meinem Leben. Klitsch aus meinem Leben. Ich weiß gar nicht, wie man das... Tratsch. Das soll Klitsch sein. Du kannst klitschnass sein, aber... ja. Nicht. Ist auch egal. Egal. Werde auf jeden Fall ein bisschen was aus meinem eigenen Leben erzählen. Oh, werden da etwa die 2%, die wir noch nicht wissen, entlüftet, dann wird's spannend. Gut, fangen wir an. Die Drachenlord-Woche, Thema Nummer 1, wäre heute der Dragon Monday und die Streams sind... Hängt ein Messer an der Wand, da hinten im Hintergrund. Das eine sieht aus wie ein Beil, das eine wie ein Messer und das andere sieht aus wie eine Machete. Ja, okay. Letzte Woche ausgefallen, beziehungsweise vor 2 Wochen auch schon. Das liegt daran, dass normalerweise mein Rechner 24/7 läuft und aus irgendeinem Grund jetzt dann plötzlich nicht mehr ging. Ich bin davon ausgegangen, und es hat sich als richtig herausgestellt bis jetzt, dass es das Netzteil war. Das Netzteil ist kaputt, das funktioniert nicht mehr, ist schon ziemlich alt. Es passiert äußerst selten, dass ein Netzteil verreckt. Das ist mir jetzt allerdings in den letzten 3 Jahren schon 2-mal passiert. Das passiert äußerst selten. Mir in den letzten 3 Jahren schon 2-mal passiert. Also, ich habe das jetzt noch nicht gehört, dass ein Netzteil mal eben so abraucht. Keine Ahnung, was du mit deinem PC-Computer da anstellst, aber scheint auf jeden Fall nicht gut zu sein. Also, keine Ahnung. Vielleicht kühlst du den auch mit Wasser, indem du da einfach Wasser reinschüttest. Keine Ahnung. Kann sein. Könnte ich mir vorstellen. Aber, ja. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder so schnell verreckt. Was ist das überhaupt für ein Hintergrundgedudel? Also das ist eher so ein... So Musik für so ein, keine Ahnung, Werbevideo. Wenn jetzt sich hier so ein Produkt drehen würde, irgendwie auf so einem... Keine Ahnung, kennt man ja. Halt so eine Werbung einfach. So, das ist so Musik dafür. Aber so zu Halloween passt das jetzt irgendwie nicht. Also,
Naja. Normalerweise, wobei man dazu sagen muss, dass das Netzteil auch schon tatsächlich fast 10 Jahre alt war. Ja, garantiert, Rainer. Garantiert. Plus minus, ne? Wie kann es 10 Jahre alt sein, wenn dein letztes, was du davor hattest, was du gerade gesagt hast, vor etwa 2 Jahren, 3 Jahren, weiß man ja auch nicht genau, ob das jetzt stimmt, kaputt gegangen ist? Was? Ich meine, hast du das einfach nur rumliegen, so als aus Reserve, weil du weißt, oh, mein Netzteil raucht mir bald ab? Oder ich, keine Ahnung. Aber hat er sich das nicht irgendwie sogar noch bestellen lassen wieder mal? Oder dass ihn das wieder irgendwer gekauft hat, meinte er doch? Irgendwie habe ich da sowas im Kopf. Weiß nicht, vielleicht kann mich ja da einer mal kurz zu aufklären. Aber irgendwie habe ich da irgendwie im Hinterkopf, dass irgendwie so ein Bärchen sogar von ihm, also eins von seinen beiden Weibern, wie er es so schön sagt, ihm das irgendwie gekauft hätte. Aber ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Irgendwie war da sowas in die Richtung, meine ich jedenfalls. Das war den Rechner von damals mit dem Netzteil, habe ich mir nämlich vor 2007 gekauft oder so. 2007, interessant. Also, wenn das wirklich so wäre, dann bräuchtest du zum Rendern deiner Videos etwa, ja, lange, sagen wir mal. Sehr lange. Klar, Rainer, den PC hast du dir mit allen Teilen 2007 gekauft. Garantiert. Gut, ich habe auf jeden Fall jetzt dank meiner Freundin, viele Grüße an meine beiden Mädels. Siehste, habe ich doch egal. An dieser Stelle habe ich wieder ein Netzteil und habe jetzt auch die Möglichkeit, meine Videos wieder zu machen. Ja, super, Rainer. Ganz toll. Man fragt sich, warum? Warum, ey? Erstmal hagebuttener Tee. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Das. Meine Nerven. So. Kurz die Stimme. Warum? Rainer, lass es bitte. Hör auf damit. Bitte. Niemand findet diese Stimme auch nur annähernd geil. Sie ist nervig, unangenehm. Und das war's auch schon. Einfach nur nervig und unangenehm. Sonst nichts. Und es klingt, wie gesagt, wie ein Sexualstraftäter, der am Telefonieren ist. Und es ist nochmal zusätzlich unangenehm. Bitte. 2011, nicht 2007. Mein Fehler. Gott, das ist einfach nur so cringe. Also unglaublich. Also ich weiß es immer nicht, was er dabei denkt, wenn er sowas hochlädt. Also, das ist. Ah. Nein, 2011, nicht 2007. Money. Also, das ist doch ekelhaft, oder nicht? KFM-Drache hätte eigentlich vor 2 Wochen und auch letzte Woche kommen sollen, aber aufgrund des Rechners ging es natürlich nicht. Letzte Woche wäre es zwar eigentlich noch gegangen, weil ab Mittwoch, seit Mittwochmittag, Mittwochabend ging der Rechner wieder. Aber da ich die letzte Woche, da ich jetzt die Woche vorher nicht konnte, mit der Vorbereitung für die Halloween-Woche hier beschäftigt war. Vorbereitung. Irgendeine Girlande an der Wand geklatscht. Ein paar Sachen an der Wand geklatscht. Ein bisschen Staub aus dem Keller nach oben geholt und an die Wand geklatscht. Sich ein bisschen das Gesicht geschminkt, was ungefähr, wie das aussieht, 10 Minuten gedauert hat. Eine Woche Vorbereitung. Wir sehen's hier. Ne? Also das muss man jetzt aber wirklich mal, ne? Eine Woche hat er dafür gebraucht. Heftig. Ja, klar. Hat die Schminke selber hergestellt. Die Lampen hat er schon mit Rudi damals im Wald gebaut und ja, die Werkzeuge, die da hinten hängen, hat er auch selbst gebaut. Erstmal Eisenerz schürfen und dann, ne? Womit wir den Dragon Monday einläuten, oder wo der Dragon Monday die Halloween-Woche einläutet, wird es leider anders nicht funktionieren und wir werden wohl oder übel das Problem haben, dass wir auch diese Woche kein Ask-AFM-Drache haben werden. Das ist äußerst ärgerlich. Ask-AFM... Was? Nochmal bitte. Das sind zu viele Buchstaben, Rainer.
Vorbereitung für die Halloween-Woche hier beschäftigt war, womit wir den Dragon Monday einläuten, oder wo der Dragon Monday die Halloween-Woche einläutet, wird es leider anders nicht funktionieren und wir werden wohl oder übel das Problem haben, dass wir auch diese Woche kein ASKFM-Drache haben. ASKFM. Ah. Also ich bin nicht gut mit diesen komischen Abkürzungen, das gebe ich offen zu. Vielleicht kann mir ja mehr einmal da, oder ich google einfach kurz. Da, 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 da. ASKFM. Ask AF, bla bla bla, ist eine Website, um Fragen an Benutzer zu stellen. Ein Nutzerkonto für das Stellen und Beantworten von Fragen ist nötig, jedoch nicht zur alleinigen Ansicht von Profilen. Die Anmeldung kann über die Website selbst, Facebook, Twitter oder irgend so ein anderer Scheiß erfolgen. Die Seite ging am 16. Juni. Okay. Ja. Schön. Okay. Wieder was gelernt. Weiter im Programm. Das ist äußerst ärgerlich, aber das funktioniert leider anders nicht. Problem daran ist, dass wenn ich das machen möchte, ich das auch richtig machen möchte. Ja, dann wird's nix, Rainer. Du kannst nix richtig machen. Ist leider so. Und das weißt du auch. Und deswegen kommt's halt nicht. Und das funktioniert nicht, wenn ich das nicht hier machen kann. Denn ich bin die ganze Woche mit der Halloween-Woche beschäftigt und deswegen schaffe ich leider den ASKFM-Drache nicht. Also entweder ich schaffe es noch und eine mache eine Folge überraschend doch, das verspreche ich aber nicht. So, dann kommen wir kurz zu Amazon. Ich habe hier auf Amazon auf der Wunschliste das hier mit drauf gehabt. Das sind so blutige Messer. Ich muss dazu sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war, als die angekommen sind. Nicht, weil sie gekommen sind. Das ist auf gar keinen Fall der Fall. Also bitte nicht falsch verstehen. Nein, natürlich nicht. Nee, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich habe eigentlich gedacht, dass die ein bisschen stabiler sind oder ein bisschen stabiler aussehen, aus Plastik oder sowas. Die sind zwar aus Plastik, aber mehr aus einer Art Plastikfolie. Das ist ein bisschen ärgerlich gewesen, aber gut. Ja, du Idiot, wer hatten die da auf die Scheiß... Ah. Ja, beruhigen, okay. Wer hat die denn auf diese Amazon-Wishlist draufgeklatscht? Waren das jetzt die, die dir das gekauft haben? Oder warst du das selbst? Und ich denke mal, da dir das eh scheißegal ist, wird da einfach nur kurz gegoogelt worden sein, irgendwie auf Amazon kurz einmal eingegeben haben, blutige Messer. Und das erste hast du direkt genommen. Und dann erwartest du, dass das echte, funktionierende Messer sind. Oder, keine Ahnung, gute Qualität oder so. Genau. Garantiert, Rainer. Und man warum? Nee. Ich reg mich da jetzt nicht weiter drüber auf, warum man dem sowas kauft. Weiter. Dafür kann nur ich was, das ist meine eigene Schuld gewesen, ich hätte besser lesen sollen. Die Person, die mir es allerdings geschenkt hat und geschickt hat, vielen lieben Dank an dieser Stelle, das ist unglaublich geil. Und ich kann es natürlich auch so ohne Probleme nutzen. Fand es ein bisschen schade, dass es jetzt nicht die Art war, wie ich gedacht habe, aber das ist mein eigener Fehler. Also oh, er gibt einen Fehler zu, Rainer, meine Güte. Das ist ja also unglaublich. Unglaublich. Da kannst du doch direkt... richtige Messer jetzt auf die Amazon Wishlist draufstellen, draufpacken und dann werden sie dir bestellt, nur weil du den Fehler zugegeben hast. Ja? Das ist doch toll. Nicht falsch verstehen, bitte. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Eine genauere Danksagung wird noch passieren für alle Geschenke, die ich bekommen habe, jetzt in den letzten 2-3 Wochen. Aber das habe ich ja schon bereits einmal erwähnt. Ich mache einmal im Monat in Zukunft einen Dragon Monat und einmal ein Video, wo ich sämtliche Geschenke, die ich bekommen habe, in diesem Monat auch erzählen werde. Auch mit Datum, wann sie gekommen sind und so weiter. Also ist alles... Ankündigen. Schneiden, rendern, hochladen. Jetzt geht das wieder los. Da wird genau nichts kommen. Und das wissen wir auch. In der Videobeschreibung verlinkt. Beziehungsweise nicht alles in der Videobeschreibung verlinkt, sondern das Video wird, Entschuldigung, das war falsch ausgedrückt. Das Video wird kommen, sobald dann der Anfang des Monats ist. Also sprich nächste Woche. Zum Drachenmonat, Dragonmonat, wie auch immer,
gibt es noch eine Aussage, die ich treffen kann. Es wird diese Folge nach wie vor geben, aber ich habe es ja bereits in der ersten Folge angekündigt, es wird passieren und das ist der Fall, vermute ich, da ich die Woche mit der Halloween-Woche beschäftigt sein werde, werde ich es nicht schaffen, einen Drachenmonat fertig zu machen, dass er am Sonntag kommt. Mann, diese Halloween-Woche, die frisst aber echt Zeit, du. Ich bin gespannt. Es kam ja nichts, ne? Aber was hat ihn jetzt so sehr beschäftigt? Also, das. Nee, man versteht es einfach nicht. Aber gut. Er hat ja irgendwie eine Menge gestreamt in den letzten Tagen, wie Dead by Daylight und so eine Scheiße, guckt sich eh keiner an. Das hat jetzt so viel Zeit gekostet. Ich denke nicht. Naja, wenn aber ein. Das heißt, der wird am ersten Sonntag des Monats eigentlich kommen. Also heute. Bisher kam nichts, ich bin mal gespannt. Aber eben nicht diesen Monat, nicht diese Woche, sondern die Woche drauf. Also es wird quasi der zweite Sonntag diesen Monats werden. Leider funktioniert. Ah, okay, der zweite diesen Monats jetzt. Also der zweite Sonntag im November. Das wäre dann der 8. November. Okay, ich bin gespannt. Funktioniert es dieses Mal nicht anders, weil die Halloween-Woche mir die ganze Zeit raubt. Das Video Drachenmonat wird auf jeden Fall kommen, also keine Sorge. Auf jeden Fall, absolut. Also, ja gut, diese Woche kommt es nicht. Ich denke mal so in 2 Wochen irgendwann. Aber keine Sorge, Leute, das kommt auf jeden Fall. Ihr kennt mich doch, ich bin doch der Ankündigungslord. Ich meine, wenn ich was sage, dann kommt das auch. Also wirklich, ne? Also ihr könnt mir da glauben. Gut, die 3000 Mal, wo es nicht geklappt hat, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Aber das mal jetzt, ne? Jetzt klappt's. Hundertprozentig. Das kommt dann quasi Sonntag in der Woche. Als letztes möchte ich noch die Halloween-Woche ansprechen, um mal kurz zu erklären, was ist die Halloween-Woche? Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Also, willst du da jetzt jeden Tag Radl-Videos machen? Dann kann ich verstehen, dass sich das Zeit kostet, aber ich bin gespannt, was du vorhast. Die Halloween-Woche ist etwas, was ich vor ein paar Jahren schon mal angesetzt habe, um genau zu sein, als ich angefangen habe mit YouTube aktiv. 2013 habe ich damit angefangen und 2015 oder 2016 habe ich sie nochmal Revue passieren lassen in einem Stream auf Juno. Mittlerweile ist es so, dass ich die Halloween-Woche wieder komplett auf Videos beziehe. Revue passieren lassen. Er hat sie sich also nochmal im Stream vor Augen geführt. Also, keine Ahnung. Er hat anscheinend mal wieder Galileo geguckt oder ein paar Mentos gefressen. Auf jeden Fall hat er wieder ein neues Wort gelernt. Und in der Halloween-Woche wird Folgendes passieren. Der Dragon Monday läutet das Ganze heute ein. Ich habe 3 Folgen aufgenommen, aber es werden insgesamt 6 Folgen, da Montag bis Samstag, da am Samstag der 31. ist. Also in der Halloween-Woche wären ja eigentlich 7 Tage, aber da der 31. der Samstag ist und nicht der Sonntag, wird es nur 6 Videos geben. Beziehungsweise es werden vermutlich 12 Videos werden, da ich... 12 Videos, Alter, da bin ich aber gespannt. Warte mal, ach ja, die Halloween-Woche ist ja schon vorbei und wir zählen mal nach, wie viele Videos denn kamen. Ich lasse die Streams jetzt mal weg, ist ja irgendwie logisch. So, mal sehen. 1 Let's Play, 2 Let's Plays, 3 Let's Plays, 4, 5, 6, 1 Video. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 Videos, 13, 14, 15, 16. 16 Daddel-Videos und 2 Videos. Komme ich jetzt nicht auf 20, muss ich sagen. Komisch. Hat die ganze Woche halt nur durchgezockt. Super. Ja, das frisst halt, ja, das stimmt. Neben den normalen Videos, wie der Dragon Monday im Horror-Stil oder im Halloween-Stil, auch noch andere Videos habe. Darunter unter anderem Let's Plays, davon kommen 6 Stück, normalerweise nicht auf dem Hauptkanal. Da kamen recht viele, also da hat er sich sogar plus minus mal falsch verschätzt. Aber da das zur Halloween-Woche gehört, machen wir da eine Ausnahme. Und zwar, das kann ich heute schon mal ansprechen, wir haben Dead by Daylight aufgenommen, insgesamt 3. Wir haben aufgenommen. Ich und mein PC. Oder wen meinst du jetzt? Folgen. Es werden im Ganzen 6 Folgen werden, sprich am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Und da man bei Dead by Daylight nur zu 5 spielen kann, wird einer den Killer 2-mal spielen, voraussichtlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, weil es insgesamt 6 Videos sind, 5 Spieler sind, werde ich die Halloween-Woche im Let's Play-Stil eröffnen als Killer
und werde es quasi auch in der letzten Folge am Samstagabend oder Samstagmittag beenden als Killer. Und in der Zwischenzeit werden die anderen Spieler durchmischen. Also es wird jeder mal der Killer sein. Ich bin quasi auch zwischendurch mal das Opfer. Ich bin... Nee, komm, das sage ich jetzt nicht. Aber es passt so schön. Ihr könnt euch, glaube ich, denken, was ich sagen möchte. Nur in der ersten Folge der Killer. Jede Folge besteht aus etwa zwei Runden. In der zweiten Folge haben wir drei Runden. Das liegt daran, dass die erste Runde ein bisschen fail angefangen hat und ziemlich schnell zu Ende war. Noch eine letzte Sache klären, bevor wir in den Rest des Halloween-Specials übergehen. Und zwar die Reaktion auf das Lego-Video. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte es eigentlich letzte Woche schon ansprechen. Die Reaktion auf das Lego-Video, muss ich sagen, hat mich sehr enttäuscht. Ach so, da hat er ja dieses Chevrolet da zusammengebastelt. 10 Minuten hat er, schön zusammengeschnitten, so damit der YouTube-Algorithmus das auch schön durchnudelt. Und in echt hat er einfach mal, ich weiß nicht, ich glaube 4 Stunden oder so hat er gesagt, gebraucht. Geile Leistung, Rainer, echt. Geil, geil, geil. Da muss man natürlich wieder, wie beim letzten Video, direkt durchloben, das Ganze. Also unglaublich, diese Leistung. Ganze 4 Stunden hat er gebraucht. Das ist unglaublich. Und er macht das ja nicht. Und meine Güte, unglaublich. Einfach, das, er ist so gut in dem, was er tut. Also wirklich, fällt mir nichts zu ein. Also, gut, bis auf das, dass mein 10-jähriger Neffe in 30 Minuten dir hinbastelt. Maximal in einer Stunde. Aber gut, er hat ja auch schon 30 Jahre Lego-Erfahrung. Ne, das ist natürlich dann eine andere Nummer. Aber Rainerle, unser 31er, ne, der hat halt seit 20 Jahren nicht mehr mit Lego gespielt und dann verlernt man das natürlich, ist ja klar. Das ist klar. Gut, die Anleitung ist nie dieselbe, sondern immer neu. Lesen muss man dabei auch nicht können, weil da sind Bilder. Tja, Rainer, was sagst du jetzt? Denn ich fand es überhaupt nicht schön, wie die Leute oder wie ihr dann so darauf reagiert habt, dass ich das mit dem Lego gemacht habe, weil viele haben sich gewünscht, dass ich sowas mal mache und ich habe das Video im Prinzip... Ja, dann denkt man nach, warum die sich das gewünscht haben. Er kann halt nicht weiter als bis... Ja. Das ist einfach unglaublich. Er kann halt einfach nicht weiter als von 12 bis Mittag denken. Es ist halt echt legendär. Natürlich haben die sich das gewünscht, weil es genau so anscheinend gelaufen ist, wie die sich das gewünscht haben. Du versagst mal wieder auf allen Ebenen grandios und gibst uns Unterhaltung. So, ganz einfach. Und da beschwerst du dich wieder hinterher drüber. Und das ist noch schöner. So, und jetzt reden wir weiter. Im Prinzip nur auf Wunsch von euch gemacht. Leider wurde das aber dann irgendwo doch nicht ganz anerkannt, beziehungsweise einige haben das überhaupt nicht eingesehen. Und deswegen ist es letzten Endes ein bisschen blöd gelaufen. Fand ich ein bisschen schade, dass alle sich so aufgeregt haben. Irgendjemand hat sogar gemeint, mein 7-jähriger Neffe hätte das schneller hinbekommen. Dann... Ja, ist richtig, hätte er auch. Setz deinen 7-jährigen Neffen, wenn du es wagst, vor den Rechner oder vor die Kamera und lass es ihn zusammenbauen. Ich würde es dir nicht empfehlen, aber ganz im Ernst, sorry. Das muss man nicht, das ist doch wohl klar, dass der das schneller hinbekommt. Und dass du es nicht schneller hinbekommst, ist ebenfalls klar. Gott, ey. Kein Kind würde, also, okay, ein Säugling, der vielleicht eine Woche alt ist, der wird vielleicht auch diese 4 Stunden brauchen. Aber kein Kind würde einfach mal 4 Stunden 30 für dieses kleine Lego-Auto brauchen. Das ist... Wie er sich da schon wieder drüber aufregt, Alter. Das ist einfach utopisch. Solche Aussagen kannst du dir schenken. Wenn dir sowas nicht gefällt, dann schau es nicht an. Oder wenn dir sowas nicht gefällt, dann geh bitte auf einen anderen Kanal. Weil solche Leute möchte ich auf meinem Kanal nicht haben. Wenn euch das Lego-Video gefällt, was ihr euch gewünscht habt von mir, dann guckt es halt nicht an. Ihr wolltet, dass ich das mache, so jetzt habe ich es gemacht. Und dann guckt es halt nicht. Okay, ihr wolltet das zwar, aber dann guckt es halt nicht. Ja, genau. Interessant. Ich kann mit Kritik umgehen. Ja, ja.
Schön, dann sind wir mit dem Thema durch und wir können ins nächste Thema gehen. Nein, mit dem Thema sind wir nicht durch, aber egal. Was zum Thema Geschichte? Halloween, ja. So, das war wieder ein Thema von einem aus meinem Team, deswegen lese ich es nur ab. Ich werde auch noch meine Meinung dazu sagen. Ablesen. Bist du sicher, dass du das möchtest? Ja? Na gut. Halloween benennt den Brauch am Abend und in der Nacht vor dem Fest aller Heiligen vom 31. Oktober auf den 1. November. Dieses Brauchtum war ursprünglich vor allem in Irland verbreitet. Die irischen Einwanderer in den USA pflegten ihre Bräuche in Erinnerung an die Heimat und bauten sie aus. Im 19. Jahrhundert kam es in die Vereinigten Staaten und gehörte zum Brauchtum. Es entwickelte sich zu einem wichtigen Volksfest in den Vereinigten Staaten und Kanada. Der Ursprung des beleuchteten Kürbis stammt aus den irischen Saga, aus einer irischen Sage. Aus den irischen Sagas. Seit den 1990er Jahren verbreitet sich Halloween auch in Europa. Dabei gibt es deutlich regionale Unterschiede. So vermischt es sich insbesondere in Deutschland heimatliche Bräuche wie das Rübengeistern und Traulicht mit Halloween. Genauso nahmen traditionelle Kürbisbaugebiete Halloween schnell auf. Sprich in Gegenden, in denen sehr viel Kürbis angebaut wird. Das Halloween braucht. Das klang gerade wie Kürbis-Baugebiete. So Leute, wir haben hier ein paar Kürbisse, die also haben wir noch nicht, die müssen jetzt langsam mal gebaut werden. Also kommt mal ran hier und ein bisschen Uhu-Kleber braucht er, ein bisschen orange Farbe und dann klebt er das hier mal zusammen. Weil wir brauchen ein paar Kürbisse. Ja, so läuft das. Kennt man. Stellt eine Mischung aus verschiedenen amerikanischen Festen dar. Der bekannteste Brauch in Nordamerika besteht darin, dass verkleidete Kinder von Haus zu Haus gehen und mit Süßes, sonst gibt's Saures, die Bewohner auffordern, ihnen Süßigkeiten zu geben, weil sie ihnen sonst Streiche spielen. Die Bewohner zu erpressen. Streiche zu spielen. Genau. Gut, dazu jetzt ein paar Sachen aus meinen eigenen Aussagen. Dazu jetzt ein paar Sachen aus meinen eigenen Aussagen. Ach, ein schöner Satz. Ich persönlich fand Halloween immer schon cool. Als Kind fand ich es begeisternd. Begeisternd. Entweder das ist jetzt Absicht. Weil wegen Halloween und jetzt Geister und dann hat er jetzt tatsächlich mal einen einigermaßen Wortwitz gebracht oder er ist einfach mal wieder komplett behindert, was ich jetzt denke, weil er guckt schon wieder so komisch. Auf jeden Fall war klar, dass du das toll findest, weil es gibt Süßigkeiten umsonst, ne? Das ist immer toll. Begeistert, Halloween, Geister. Entschuldigung. Ah, schön, ja. Das, ja. Ja, wunderbar. Danke. Danke. Die Reaktion muss ich jetzt nicht bringen. Das ist gut. Hast da? Ja, danke. Auch wenn es mein Text ist, aber nun gut, danke. War gar keine Absicht. Und dann Jetzt hat er es wieder damit verkackt. war wirklich keine Absicht. So, und bei uns gab es sowas überhaupt nicht. Vielleicht war es auch deswegen so interessant, weil es halt letzten Endes bei uns überhaupt sowas nicht gegeben hat. Bei uns gab es kein Halloween. Wurde bei uns nicht gefeiert. Wird auch, glaube ich, heute noch nicht bei uns gefeiert. Es ist sehr selten, dass das Leute bei uns hier feiern, groß oder dieses von Haus zu Haus ziehen, hat man eher so in Städten, vielleicht so mit Halloween das Ganze. Aber da auf eurem kleinen 40-Seelendorf ist das sowieso eher untypisch, dass das da gemacht wird. Also in Deutschland haben wir ja immerhin auch hier das Matten-Matten-Mähren-Singen, haben wir doch auch. Na? Also in Gedenken an den heiligen St. Martin. Das Martinssingen, vielleicht anderen bekannt, unter dem Namen. Aber mal sehen, ob er das jetzt noch anspricht. Ich meine, da gab es ja auch Süßigkeiten umsonst. Von daher. Jetzt ist es so, dass ich Halloween immer besonders geil fand, aber halt nicht wirklich was feiern konnte damit. Als Erwachsener hätte ich vielleicht auf irgendwelche Halloween-Partys gehen können, aber ich werde... Aber die Hater sind mal wieder schuld.
hätte auch sowas nicht eingeladen und selbst wenn ich es mittlerweile werde, meine Freunde würden mich nicht einladen und zu irgendwelchen Fremden würde ich nicht gehen, weil ich ganz genau sehe, dass schon der ein oder andere anfängt zu denken, ich könnte ihn ja einladen. Nein. Die Zeit ist rum, dafür bin ich mittlerweile zu alt. Das ist klasse. Ah, das ist so göttlich. Dafür bin ich mittlerweile zu alt. Hängt sich Plastikschwerter an der Wand, schminkt sich mit Kinderschminke im Gesicht und und spielt mit Lego, ey. Nee, komm. Hagebuttene Tee. Jetzt geht's wieder. Aber, obwohl zu alles mal für sowas nie, aber darum geht's nicht. Ich weiß nur noch, als Kind habe ich das extrem gefeiert, weil ich als Kind hergegangen bin und von meinem Vater ein paar Süßigkeiten am Abend gekriegt habe und mich dann einfach in meine Decken eingemummelt habe, in meinem Zimmer. Ich hatte in meinem Zimmer einen Fernseher und auch Möglichkeiten, Fernsehen zu schauen und habe mich dann einfach hingesetzt an Halloween und habe einfach Videos, beziehungsweise habe einfach Filme angeschaut. Weil, also, beziehungsweise da kam auch so... Also Rainer ist schon mal nicht um die Häuser gegangen und hat Süßes oder Saures gemacht, weil... So, der hat einfach von Rudi Süßigkeiten gekriegt. Trick 17 halt. Also, das, der Aspekt ist, sich kurz mal bewegen und mal rausgehen und so, der fällt einfach weg, er kriegt einfach direkt Süßigkeiten. Also, naja. Ja. Da kamen immer viele Sachen von Disney damals für Halloween und das fand ich einfach unglaublich cool und das habe ich dann immer auch angeschaut. Und das war so mein Favorite eigentlich an Halloween. Das wäre eigentlich so meine Meinung zu Halloween. Also ich finde Halloween cool. Das sieht man vielleicht auch. Thema Essen. Hexenfinger und Hexenkäsebesen. Ich muss dazu sagen, bevor ich irgendwas mache, die Rezepte stehen dieses Mal nicht auf meinem Kanal, weil... Also sie sind nicht auf meinem Blog-Account, meine ich damit. Strom schon wieder weg. Ich diese Rezepte nicht selbst erfunden habe, beziehungsweise diese Rezepte nicht von mir sind, sondern von jemand anderen. Ja, dann verlinkt doch die von denen, der das gemacht hat. Wo ist das Problem? Und deswegen sind lediglich die Links zu den jeweiligen Seiten und zu dem Video in der Videobeschreibung. Mhm. Ja, nee, ich guck nicht nach, weil dann gebe ich dem Dicken einen Klick. Aber ich glaube ihm das einfach mal jetzt nicht. Also wenn ihr das euch ansehen möchtet, gerne mal in die Beschreibung gucken. Passend für Halloween, und ich habe das auch nicht selber geschrieben, deswegen lese ich es wieder ab, weil es auch von jemandem aus meinem Team ist. Passend für die Halloween-Zeit gibt es ein einfaches, schauriges Rezept. Das Ganze habe ich online gefunden und es nennt sich abgehackte Hexenfinger. Online gefunden, ne? Die Zubereitung beträgt etwa 5 Minuten. Es ist also alles in allem ziemlich schnell fertig. Benötigt werden folgende Zutaten. Ja. Würstchen, die man heiß macht. Welche Würstchen ist egal, also ihr könnt dafür... Euer Würstchen nehmen. ihr könnt dafür Wienerchen nehmen oder andere. Ist völlig egal. Schön, dann nehmen wir eine ordentliche Fleischwurst. Ganze Mandeln in Hälfte zerlegen. Also ihr nehmt ganze Mandeln, das halt aber vorsichtig, und nehmt quasi mit einem großen Messer und zerlegt die Mandeln in der Hälfte, dass die schön halbiert sind. Man kann mit Sicherheit... Ja, ich denke mal, das soll einen Fingernagel nachher symbolisieren. Man kann halt auch halbe Mandeln nehmen, aber im Rezept steht halt ganze Mandeln. Ja, man kann halbe Mandeln nehmen, dann muss man die großen ganzen Mandeln nicht halbieren. Aber Rainer hält sich strikt an das Rezept. Da steht ganze Mandeln. Gut, ich halbiere die dann. Also könnte ich auch einfach halbe Mandeln kaufen, um mir das Halbieren zu schenken. Aber im Rezept steht ganze Mandeln. Hammer. So. Dann braucht man noch etwas Senf und Ketchup. Und das ist im Prinzip eigentlich auch schon alles. Dann geht ihr im Prinzip her. Ich habe übrigens ein Video dazu auch gefunden, beziehungsweise wurde mir dazugegeben. In der Beschreibung ist das Video. Ja. Ihr nehmt einfach quasi die Würstchen, am besten heiß, wie gesagt, hackt sie in der Mitte durch, dass die schön halt bloß noch halb so groß. Ja, das passiert. Wenn man Sachen in der Mitte durchschneidet, dann hat man zwei Hälften richtig rein. Ach, da sieht man es ja sehr schön. Ja, ist doch schön.
sind. Je nachdem, wenn es nur kleine Würstchen sind, könnt ihr sie auch einfach so nehmen, denke ich. Dann schlägt ihr die vorne an einer Seite, schlägt ihr die vorne ab. Dann nehmt ihr die halbe Mandel, die ihr hoffentlich vorher schon zerteilt habt oder vielleicht sogar halb gekriegt habt, keine Ahnung. Und schiebt und legt die mit etwas Senf auf die Spitze von dem Würstchen, sodass es aussieht wie ein Nagel und ein Nagelbett. Der Senf kann auch ruhig an der Seite ein bisschen rausgehen, das sieht dann nämlich ziemlich geil aus, habe ich festgestellt, weil es dann ziemlich eitrig aussieht. Wie bei dir, ne? Nein, das ist... Also ist ziemlich cool, aber passt auf, dass es nicht zu viel ist. Und dann könnt ihr die schön im Kreis oder schön an der Seite halt auf einen Teller legen und hinten noch ein bisschen Ketchup drüber. Fertig sind die abgehackten Hexenfinger. Es ist ganz einfach gemacht und geht echt schnell. Hätte ich jetzt euch auch eigentlich gezeigt, aber ich habe halt lediglich jetzt das Bild für euch beziehungsweise auch das Video in der Beschreibung für euch. Das nächste Rezept... Ja, die Halloween-Woche hat einfach viel zu viel Zeit gekostet. Da kann man dieses bisschen Arbeit dann nicht mehr erwarten. Ist Käse-Hexenbesen. Das Ganze wird folgendermaßen zubereitet. Es dauert etwa 20 Minuten. Benötigt werden folgende Zutaten. 10 Halme Schnittlauch. 5 Scheiben Gouda. Und 10 Salzstangen. Also Salzstängchen. Zubereitung. Zuerst einmal legt ihr den Schnittlauch, die Schnittlauchhalme, in eine Schale und übergießt sie mit kochendem Wasser. Also im Prinzip recht einfach. Einfach eine Schale nehmen, die... Ja, habe ich verstanden. Brauchst du mir nicht nochmal sagen. Jetzt habe ich den Namen vergessen, mich beschneuert. Den Schnittlauch reinlegen und mit heißem Wasser übergießen. Das Ganze müsst ihr etwa 5 Minuten ziehen lassen. Dann könnt ihr hergehen, die Scheiben Gouda übereinander legen und halbieren. Also, ne, ist am besten so große Scheiben. Übereinander legen, halbieren, dass ihr quasi so dünne Streifen habt. Das Ganze wird dann in einem Abstand von etwa einem halben Zentimeter und anderthalb Zentimeter vom Rand eingeschnitten. Das heißt, ihr habt dann so den Streifen, ne, wie so lineal schaut es dann aus, und ihr schneidet in einem Abstand von einem halben Zentimeter Rillen rein und lasst nach oben etwa anderthalb Zentimeter frei, so dass es quasi aussieht wie so ein Kamm, ne, das unten so ausgefranst ist, mit einem halben Zentimeter Abstand ungefähr. Man setzt Schnitte. Ja. Dann rollt ihr den Käse um die Salzstangen und fixiert das Ganze mit einem Schnittlauchhalm. Also im Prinzip Salzstängchen nehmen, den Käse, den ihr genommen habt, hinten rumwickeln und mit einem Schnittlauch fixieren. Passt. Dann ist es auch schon fertig. Dazu habe ich dieses Mal kein Video gefunden, leider. Aber ich habe euch das Rezept, wie gesagt, unten nochmal verlinkt. Und ihr findet auch nochmal hier das Bild. Habe ich euch extra rausgesucht. Dann wünsche ich euch viel Spaß und guten Appetit und viel Erfolg mit eurer Halloween-Party, falls ihr eine schmeißt. Da hast du irgendwas nicht mitbekommen? Hast du... Corona. Rainer, vielleicht schon mal gehört. Weiß ich nicht. Ist dir eventuell ein Begriff. Aber aktuell ist Corona. Und da ist nichts mit... Oh, vielleicht schmeißt er ja eine Party. Lol. Oh, ja, Moment. Ey. Das ist utopisch. Einfach utopisch. Also, entweder da kommt jetzt noch was, ich bezweifle es mal, oder nicht. Also, der lebt halt echt hinterm Mond irgendwie. Der hat sich da, als das zum ersten Mal aufgetaucht ist, keine Ahnung, wie er von Corona erfahren hat, da hat er sich dann ein bisschen drüber lustig gemacht und dann war es das auch schon wieder. Und da hat er wohl gedacht, das hat sich irgendwer ausgedacht oder so. Er hatte ja auch im Gerichtssaal damals bei seinem Termin da keine Maske dabei. Also, ja. Das ist... egal. Thema Literatur. Thema Literatur haben wir uns dieses Mal Stephen King rausgesucht. Ich muss es wieder ablesen. Ja, also ich, das... Na, hat das wieder irgendwer anders für dich hingepinselt da. Stephen King ist ein US-amerikanischer Autor, ja, welcher vor allem bekannt ist für seine Horrorromane. Er ist einer der meistgelesenen und kommerziell erfolgreichsten Autoren der Gegenwart. Seine Bücher wurden bisher über 400 Millionen Mal verkauft
und in über 50 Sprachen übersetzt. Insgesamt hat Stephen King mehr als 50 Romane und 100 Kurzgeschichten geschrieben. Seine Geschichten handeln häufig von Durchschnittsmenschen, die in grauenhafte und meist übernatürliche Erlebnisse hineingezogen werden. Auch wenn einige Parallelen in seinen Büchern eher als Gag, also als Spaß gemeint sind, so bearbeitet er auch Umstände unserer realen Welt in mehreren Geschichten. King verarbeitet auch teilweise Erlebnisse aus seinem eigenen Leben in seinen Büchern. So verarbeitet er in einer seiner Geschichten einen Einbruch in sein Haus, welches von einem Leser seiner Bücher verübt wurde. Der Mann bedrohte seine Frau mit einer Bombenattrappe und wollte in die Privaträume von King eindringen. King hatte auch lange Zeit mit einer Drogensucht zu kämpfen. Er fing schon früh an zu trinken und geriet in die Sucht, ohne es wirklich wahrzunehmen, bis es schon zu spät war. 1985 kam zum Alkohol auch noch Kokain hinzu. Er konsumierte beide Substanzen, bis seine Frau ihn 1987 dazu drängte, in eine Entzugsklinik zu gehen. Entziehungsklinik, kennt man. Seitdem ist er trockener Alkoholiker und besucht regelmäßig die Treffen der anonymen Alkoholiker. Also es ist schon ziemlich übel, ne? Also viele Menschen haben Probleme, ob sie jetzt reich sind oder arm sind. Ja, aber niemand hat so viel Probleme und ist so krass wie ich. Der Ruiner. Also an mich kommt keiner ran, ne? Das ist immer so eine Sache, wo ich immer wieder sagen muss, ich finde es extrem krass. Ansonsten, ja, dazu bleibt nicht wirklich viel zu sagen. Also ich bin ein Fan von Stephen King, auch wenn ich seine Filme lieber schaue als seine Bücher. Ich bin nicht so der Leser, was Horror angeht. Ich bin auch nicht wirklich fasziniert von Horrorgeschichten als solches. Aber ich habe viele Bücher, beziehungsweise ich habe viele Geschichten von ihm gesehen. Muss ich lügen? Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Ich glaube, einer seiner weniger bekannteren Sachen ist Dreamcatcher. Und ja, ich weiß, dass es auf Deutsch Traumfänger heißt. Und nein, ich meine damit nicht diese geilen Teile, die man sich hier auch sogar in meinem Zimmer rumhängen lassen kann, sondern ich meine tatsächlich einen Film, der nennt sich Dreamcatcher, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich schau mal eben, ja. Ja, ist ein Film von 2003 und tatsächlich von Stephen King, also der Roman. Sehr schön. Wobei der Roman Duddits, könnt ihr ja mal gucken, D-U-D-D-I-T-S, soll wohl das Buch sein, auf dem der Film Dreamcatcher beruht. Kann aber sein, dass ich mich täusche und ich bin mir nicht sicher, ob der von Stephen King ist. Aber ansonsten, was man natürlich alles mal gesehen hat, ne? Friedhof der Kuscheltiere oder S und viele, viele andere Filme. Das sind nur zwei der bekanntesten natürlich. Ich kann jetzt nicht alles aufzählen, das würde ewig dauern. Aber er hat auf jeden Fall nicht nur viele Bücher geschrieben, sondern es wurden auch viele seiner Bücher verfilmt. Und das ist echt unglaublich cool, weil... Das hättest du auch gerne, mit deinen Schmuddelgeschichten, dass du dann da die Hauptrolle spielst und, ne, und das verfilmt wird. Mhm. Ja, Stephen King hat es echt drauf gehabt. Oder hat es echt drauf. Und ich habe das auch in meinen eigenen Büchern und meinen eigenen Geschichten... Ey, der vergleicht sich jetzt wirklich mit Stephen King. Ey, so langsam, das ist ja... Ich zum Teil schreibe festgestellt, man verarbeitet oft in seinen Geschichten Sachen, die man im realen Leben erlebt hat. Verarbeitet Sachen, die man im realen Leben erlebt hat. Die ganzen Sexorgien und so, die ganzen Rumgebumse, du, das hat er alles selber schon erlebt und das muss er jetzt erstmal in diesen Büchern verarbeiten. Kennt man, Rainer, meine Güte. Da hast du aber schon viel erlebt, du. Grüße an dieser Stelle an Carsten aus dem Buch. Oh Mann. Also, das ist echt übel. Das ist echt übel, ja. Das ist wirklich echt übel. Wie man... Ah, das war schön, ja.
Das wäre dann erstmal soweit alles. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Privatstory aus meinem Privatleben. Eine kleine Privatstory aus meinem Privatleben. Schön, Rainer, ey. Das ist schön jetzt, ja. Als ich etwa 14 Jahre alt war, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, plus minus, kennen wir. Weil ich auch frei erzählen. Als ich etwa 14, 15, 16 war, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war, gab es bei uns in Emskirchen noch so ein kleines Spielzeuggeschäft. In dem Spielzeuggeschäft gibt es, ich weiß gar nicht, alles Mögliche irgendwie. Und unter anderem gab es damals eben auch Blutkapseln da drinnen. Ich weiß nicht, ob ihr Blutkapseln noch kennt. Das sind einfach solche kleinen roten Kapseln. Da ist so ein Pulver drinnen. Wenn man das in den Mund nimmt mit ein bisschen Flüssigkeit oder so, oder vielleicht mit Spucke, dann hat man so ein richtiges, überkrasses Blutzeug im Mund. Das ist natürlich bloß farbgefärbtes Wasser sozusagen oder gefärbter Speichel. Klingt nach schön Chemie. Aber ich habe mir damals gedacht, so, das war lange bevor es YouTube gab, auch lange bevor ich was von Pranks wusste oder so, oder bevor es Pranks gab. Und das Coole damals war, bei mir im Haus wohnte ja früher, als ich ein Kind war, meine Oma. Und ich und mein Kumpel und so, sag so, ey, pass auf, ey, geh mal. Oh, die arme Frau. Schreie mal nach meiner Oma und sag mal, die soll rauskommen und so. Und ich bin dann so im Gang vorgelaufen, er klopft so an die Tür von meiner Oma, sagt so, Frau Winkler, komm jetzt mal raus, Frau Winkler, rein und so. Und ich hatte so dieses Blutzeug im Mund und denke mir so, oh cool, der läuft dann so einen Gang entlang und stirbt so. Und dann ist so leicht Blut aus dem Mund gelaufen, so schön an den Mundwinkeln. Und dann so getan, als würde ich stolpern, bin voll gegen die Wand gekracht, rutscht so an der Wand runter, liegt so mit dem Rücken an der Wand, so spuckt den ganzen restlichen, das ganze restliche Blut aus dem Mund, hab das ganze Blut auf dem Shirt, auf der Straße, also auf der Straße, hm. Na, war es doch was anderes. Im Gang überall liegt das Zeug rum, so überall das Blut und so. Und dann liegst du da so, oh. Und ich bin anscheinend schon damals ein ziemlich schlechter Schauspieler gewesen. Denn meine Oma sagt ganz bitter und trocken, Rainer, steh auf und lass den Scheiß. So richtig bitter, weißt du, so bist voller Blut, bist total, und das Zeug sieht ja auch echt aus. Voller Blut und alles und so, und dann die Oma so, lass den Scheiß, was ist mit dir schon wieder, lass den Scheiß sterben. Ehrenoma. Sehr sympathisch, man kann sich unterhalten. Auch so ungefähr hat es gebracht, ist so richtig trocken, und mein Kumpel setzt sich, schmeißt sich an die Wand und lacht sich den Arsch ab, und ich denke mir so, danke fürs Gespräch, das zeigt mal wieder, super, danke, richtig dumm. Mein Kumpel hat sogar gemeint, dass es eigentlich ganz gut geschauspielert war, so ist es auch echt gut gekommen. Aber anscheinend hat meine Oma das, entweder hat es einfach nicht geglaubt oder sie wusste nicht, was sie damit anfangen soll. Auf jeden Fall war ich dann noch ein paar Sekunden so rumgelegen so, und meine Oma schubst mich so mit dem Fuß an, so, hey, lass den Scheiß jetzt, steh auf. Und ist er endlich tot? Ist er? Ach, scheiße. Und ich so, was zum... Ja, so eine kleine Privatstory. Fand ich ziemlich witzig, war total der Fail. Aber war sauwitzig damals. So, Leute. Oh, wir haben wieder Farbe. Na Mensch. Das war's. Dragon Monday für diese Woche ist auch wieder rum. Wie ich schon sagte, es kommt heute noch eine Folge. Es sollte erst nach dem Dragon Monday kommen. Und ja, ich mache das jetzt hier im Video. Meine Vorbereitungen hier für meinen Rest immer. Das waren die Nachrichten. Jetzt hier geht's weiter zum Wetter von Rudi. Und bitte. Es ist tatsächlich so, dass diese Woche noch 6 Folgen kommen sollen von Dead by Daylight, habe ich ja schon erzählt. Und heute Abend kommt auch die erste Folge, da werdet ihr mich mal als Killer erleben. Oh. Welchen Killer ich gespielt habe und wie ich abgeschnitten habe, könnt ihr euch dann anschauen. Danke fürs Zuschauen, haut rein, ich wünsche euch eine wunderschöne, spukige Halloween-Woche und viel Spaß mit den anderen Videos. Es wird jeden Tag ein Video kommen, bis Samstag. Zumindest ist das der Plan. Vielleicht kommen noch mal 2 Videos oder 3 Videos. Es kommt darauf an, was ich alles zusammenkriege. Aber es soll auf jeden Fall heute losgehen. Bis Freitag jeweils ein Video plus die Let's Plays. Danke fürs Zuschauen. Okay, bis Freitag jeweils ein Video plus die Let's Plays. Das heißt, die zählen tatsächlich nicht dazu. Gut, am Ende waren wir jetzt bei einem... Ah nee, warte, 2 Videos mit dem und 16 Let's Plays. Jeden Tag von Montag bis Samstag. Das würde bedeuten Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Es müssten also eigentlich 6 Videos gekommen sein. Es kamen aber nur 2. Haut rein.
Okay. Das ist bis jetzt. Strom weg. Na gut. Ja, das. Ja. Fand ich jetzt in Ordnung. War jetzt nicht das übliche komplett. Komplett matt. Das klingt eigentlich ganz schön. Ich glaube, das nehme ich. Aber ich denke mal, es war relativ unterhaltsam. Ich hoffe es jedenfalls. Genau. Dann würde ich sagen, sehen bzw. hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, mal gucken. Kommt die Woche auf jeden Fall noch was. Keine Sorge. Also, genau. Metal off, Leute. Und munter bleiben.